einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderwand. So, auf nach Hause. Dann kommt ja gleich der Oberhauser wieder zu mir. Dann kann der die Eierpaletten verladen. Und ich guck dann mal, was der aktuelle Preis ist. Weil ich müsste eigentlich auch noch eine Rechnung an den Krüger zahlen. Aber mit dieser Rechnung wollte ich mich auch nochmal rückversichern bei meinem Anwalt, bei dem guten Herrn Weber, um einfach zu klären, ob das nicht vielleicht doch Wucher ist. 100.000, 116.000 ja eigentlich. Ich meine, er hat jetzt schon 26.000 Euro nachgelassen oder 25.000. Aber trotzdem ist es ein heftiges Sümmchen. Und da muss ich mal nachhaken. Jo, Weber hier. Ja, sie nennen sich aber auch Easy. Was? Waren sie das immer so? Ja, warum? Vorher war Hunger, hallo. Ja, guten Tag. Halten Sie es gerechtfertigt für Wartung von 13 Fahrzeugen? Also von 1, 2, 3. Von 3 Fahrzeugen und 10 Anbaugeräten 116.000 Euro zu verlangen? Als Wartungskosten? Was? Ja. Also, da kann man sich ja fast schon einen neuen Schlepper da verkaufen. Ja, eben. Deshalb bin ich da auch so ein bisschen irritiert. Also, ein bisschen für Wucher. Vielleicht 16.000, ja, also. Nein, 116. Ja, vielleicht 16.000, aber keine 116.000. Also Sie finden das auch ein bisschen überzogen? Ein bisschen mehr als überzogen, ja. Okay. Muss ich schon so sagen. Ja, fand ich nämlich auch sehr merkwürdig. Deshalb habe ich es auch noch nicht bezahlt. Würden Sie die Rechnung mal prüfen? Immerhin. Ja. Schicke ich Ihnen dann später zu. Ja. Gut. Also, ich weiß nicht. Ich weiß aber auch von einem anderen Fall, da hat jemand für eine Reparatur von 2 Fahrzeugen beim gleichen Betrieb über 30.000 bezahlt. Weiß aber allerdings auch nicht, wie groß die Schäden waren. Betriebsschaden oder was? Also. Nee, normaler Wartungsstau. Soweit ich weiß. Natürlich, das ist wirklich schon Bucherpreise. Okay. Muss ich so sagen, ja. Das ist überzogen. Ganz eindeutig. Okay. Gut, ich schicke Ihnen das dann zu. Ja. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. Und für die Oberhauser. Was? Da ist eine Poldergabel dran. Ja. Draußen liegt die Palettengabel. So. Dann bitte auf den kleinen Anhänger draufladen. Ja. Danke, tschüss. Tschüss. Muss weiter. So, gut. Dann lassen wir das nämlich vom Anwalt nochmal prüfen. Dann werden wir das erstmal nicht machen. Und dann, gehe ich mal rüber aufs Feld und werde weiter ansehen, damit das auch vorwärts kommt.
Also ich bin mal dann gespannt, was der liebe Herr Weber da für ein Urteil fällt. Ob der das alles für gerechtfertigt hält, die Rechnung, oder ob der auch der Meinung absolut ist, dass es eben deutlichst überzogen ist von den Kosten her. Weil falls ja, dann ist es natürlich schlecht für den Herrn Krüger. Stube. Müssen nur das Saatgut nachfüllen. Gleich. Reicht so. Jetzt habe ich schon GPS hier am Start und keiner benutzt es. Mensch, ich check immer das GPS nicht, ey. So, jetzt geht's. Jetzt geht's. So, GPS ist nämlich so nice. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Auch wenn unser Saatgut gleich leer ist und ich nochmal zum Hof kutschieren muss. Ich habe kein Saatgut mehr. Ah.
Ich glaube, die haben auch alle immer nur bei mir Saatgut genommen. Die kaufen sich alle kein eigenes Saatgut, sondern die säen immer mit meinem Saatgut an. Ich weiß nicht, diese Agrargenossenschaft. Ich glaube, ich werde sie bald verlassen. Ich werde es auflösen. Ich muss die ganze Zeit irgendwelche Rechnungen bezahlen. Ich habe nichts davon. Der hätte jetzt hier ansehen sollen, ist abgehauen. Hat keinen Bock mehr gehabt. Oder wie auch immer. Hat sich wieder irgendwas Besseres rausgesucht. Und lässt mich hier hängen. Das ist ein bisschen schade. Auch nicht mehr so viel tun. Was bringt denn meine Sämaschine noch? 50.000. Ob sich das lohnt? Wir brauchen keine zwei Sämaschinen, oder? Ich weiß nicht wirklich, ob wir zwei. Eigentlich denke ich, wir bräuchten keine zwei Sämaschinen. Aber gelegentlich vielleicht schon. Nein, er hat's ja gut gemeint, ne, mit dem Kauf. Hallo, hier ist der Norman. Jo, Volker hier, servus. Moin. Ich bräuchte Saatgut. Liefern oder was? Wenn möglich. Ist möglich, ja. Also denke ich schon, dass das was wird. Dann, wie viel hast du denn? Oder was kosten 10.000?
10.700. 1.000. Aber ohne Steuern. Was? 10.000 kosten 7.000. Warte. Ja, 7.000 ohne Steuern, mit Steuern 7.7. Jo, dann würde ich mal 30.000 nehmen. Ne, 20. 20.000, okay. Jetzt zum Liefern. Jo. Danke. Reich. Ah, heute noch? Aber jetzt dann? Könnte schwierig werden, aber ich versuch's. Okay. Gut, danke dir. Dann. Ciao. Gut, ja, für das Feld könnte das Saatgut vielleicht noch reichen. Ja, zumindest schön. Da haben wir halt auch schon wieder das Problem, dass außenrum schon wieder ein Reif ist, ne? Weil schon wieder was gewachsen ist. Nee. Das liegt dann an dieser Unzuverlässigkeit. Wieso habe ich das mit der Agrargenossenschaft überhaupt gemacht? Kann mir das mal einer verraten? Warum? Weil ich einfach zu gutmütig war und den anderen helfen wollte. Also die anderen haben definitiv Vorteile davon. Wenn ich überlege, was die alles investieren können jetzt, muss auch mal wieder Kredit zahlen. Guck mal, da fällt es mir ein. Gott. Sandwiches. Döner. Ja, der hat doch gesagt, Strohlager wäre voll. Warum ist da dann noch Platz? Naja, was soll's? Kann man Krüger noch anrufen? Klingelingeling. Ja, bitte, Maschinenhändler und Lundheim Krüger. Ja, Volker Verona hier nochmal. Guten Tag, Herr Verona. Bei mir am Feld steht immer noch der Extra. Ja, sind Sie fertig, dann will ich den abholen. Ach, schon längst? War letzte Woche schon fertig. Okay, dann hau ich den ab. Ja, gut. Nicht, dass der die noch Tage. Wegkommt. Ja, nee, den hau ich den ab. Gut. Gut, danke. Häcksler war bezahlt, oder? Nein, da haben wir noch keine Rechnung gehabt. Okay. Waren um die 10.000, ne? Ja, ich schicke Ihnen dann die Rechnung zu. Okay, bin ich mal gespannt. Danke. Okay, danke. Wiederhören. Tschüss. Oh, Mann. Ich kriege eine Rechnung fürs Helfen, also für seine Helfertätigkeit, für die zwei Felder zum Ernten. Und dann kriege ich von ihm noch eine Rechnung für den Häcksler. 14.000, 15.400 kriegt der Neumann für das Dingsen hier. Also für das Saatgut.
Das ist halt gut. Alter, die Kohle ist gleich wieder weg. Ich bin darauf angewiesen, dass der Björn bei mir eine Großbestellung aufgibt. Wenn die Blaubeeren eine große Bestellung machen, dann sieht es wieder gut aus. Okay, was man nicht vergessen darf ist, wir haben auch ein gut gefülltes Silo im Moment. Eigentlich. Wir haben nur 30.000 Weizen. Und noch 17.000 Soja. Eier. Müssen wir auf einen guten Preis warten. Da haben wir 18.000. Ups. Nee. Noch nicht. Wir haben 36.000 Eier. Weil wir haben ja aus zwei Lagern die Eier. Ja, da hätten wir eigentlich noch genügend Kapital. 36 mal 3 sind 100.000. Dann haben wir Karotten, zähle ich jetzt nicht. Den Roggen, das könnten um die 100.000 sein, also 200.000. 200.000 haben wir auf jeden Fall auf der im Silo noch liegen. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich muss das Zeug halt auch irgendwann mal loswerden können. Und erst dann ist es Geld. Vorher ist es nur nutzlos in der Ecke. So, jetzt wollte ich noch mal kurz gucken, was der Metzger so von sich gibt. Was die in der Datenbank eingetragen haben. Hallo? Hallo, hier ist der Norman. Hä? Hallo, hier ist der Norman. Ah, servus. Ich hab's geliefert. Jo, was kriegst du jetzt? 15.400. Mit Steuern. Jo. Überweise ich gleich. Überweise ich gleich. Ne, warte mal. Alle. GPS läuft. So. Kann man immer nebenbei arbeiten, das ist gut. 15.400. Gut, ist raus. Perfekt. Was hab ich denn jetzt? Und dann würde ich dir noch 35 für einen Kredit überweisen wollen. Oh, da. Na, guck mal, ohne Aufforderung. Ja. Muss aber auch gestehen, habe ich sind vernachlässigt. Ja, und dann muss ich mehr Zinsen zahlen. Nee, da kommen keine Zinsen da drauf. Zinsen hast du schon bezahlt, also auch schon. 35 ja. Hätte ich gesagt, gell? Ja. Habe ich schon bewiesen. Willst du wissen, wie viel du noch hast? Jo, gerne. 400, 2200. 2200? Ne, 400, 2200. Ja, 400, 2000. Und 200. Wir müssen jetzt 400.000 glatt sein. Genau. Gut. Max lieber gerade zahlen, ne? Details, ich habe jetzt 37,2 gezahlt. Genau. Okay. Gut, danke. Bitte. Ciao. Ciao. So. Gut, dann sind wir auch gleich fertig mit den Anzählen. Und dann war es das auch erstmal für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Danke. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.